Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Mir gehen die Ideen ja nicht aus. Ich habe wieder was Neues für euch. Und zwar Zwiebeldolma. In Gaziantep gibt es sowas nicht. Habe ich noch nie, ich persönlich noch nie gemacht und gehört. Aber eine Bekannte aus Hatay, die hat mir gesagt, es gibt sowas. Man kann Zwiebeldolma machen. Und das werden wir jetzt versuchen, gemeinsam mal zu machen. Bleibt dran! Unsere klassische Ansicht, wir brauchen, weil das ja ein Zwiebeldolma ist, richtig viele Zwiebeln. Am besten so schön große, nicht so ganz kleine. Aber auch diese Gemüsezwiebeln, die werden aber auch zu groß. Jetzt habe ich mal hier welche gefunden. Mal gucken, ob wir das damit hinbekommen. Dann habe ich hier 300 Gramm Hackfleisch. Dann haben wir hier Reis, Knoblauch, bisschen Petersilie, muss ich noch besorgen. Und Gewürze. Im Prinzip alles wie Dolma. Ich verlinke euch das mal hier oben. Da könnt ihr sehen, wie Dolma das Innere gemacht wird. Aber anstatt der Auberginen-Dolma benutzen wir jetzt Zwiebeln. Auf geht's! Dann wollen wir mal sofort loslegen mit den Zwiebeln. Ich versuche mal hier eins, habe ich mal Kopf abgeschnitten, Hinterteil abgeschnitten. Jetzt müssen wir erstmal, ohne viel Haut zu verlieren, die Schale loswerden. Ne? Wenn wir die Schale erstmal weg haben, dann kann ich euch erst weiter erzählen. Selbst das ist schon mühselig, weil wir dürfen die nicht durchschneiden. Sonst schneide ich ja die immer durch. Ne? Dann geht das Schälen auch einfacher. Aber wie ihr sehen könnt, hat man jetzt schon Schwierigkeiten, die Schale hier loszuwerden, die feine oberste Schale hier, ne, die müssen wir erstmal als erstes loswerden. So, ich versuche die mal zu machen, sonst dauert das glaube ich echt zu lange. Wenn ich alle fertig habe, dann sage ich euch, wie es weitergeht. Aber warte, ist gleich fertig. Ja, ich sehe das schon. Jetzt habe ich den Dreh glaube ich raus. Ja, so geht's. Ja, jetzt habe ich's. Oder auch nicht? Doch. Jetzt ist er von allen Schalen befreit, Leute. Und das müssen wir mit dem Ganzen machen. Wenn wir das so geschafft haben, in der Mitte, so sagte mir die Freundin da, bis zur Hälfte hin, einfach so durchschneiden. Das war's. Das machen wir mit allen. Drüben auf der anderen Seite könnt ihr schon sehen, habe ich einen Topf mit Wasser schon vorbereitet, der ist am Kochen. Da werden die erstmal gekocht. Aber ich melde mich gleich wieder. So Leute, wie ihr sehen könnt, jede Menge Schale. Aber ich habe sie getrennt und hier in der Mitte auch so geschnitten, wie ich es gerade vorgeführt habe. Beim zweiten, dritten Mal wusste ich schon, geht schnell. So, unser Wasser fängt auch schon an zu kochen. Da können wir auch schon direkt weitermachen. Das ist wie gesagt für mich Premiere. Vom Hörensagen koche ich das jetzt nach. 2 Löffel Salz. Teelöffel. Dann lassen wir die Zwiebeln hier so rein. Hopsen. Die hopfen da rum. Die hopsen da drin rum. So, ich habe jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zwiebeln. Mal gucken, wie viel damit raus werden. Wie gesagt, heute ist Probe. Für euch vielleicht auch. Ich mache es vor, ihr könnt es nachkochen. Das lassen wir jetzt so 10 Minuten erstmal köcheln. So Leute, es geht weiter. Die Zwiebeln sind am Kochen. So lange kochen, bis die so langsam weich werden, dass die sich schon auseinandergehen. So, dann habe ich hier schon alles vorbereitet, was wir brauchen. Hackfleisch, hat man ja schon erzählt. Dann noch eine Tomate. Petersilie habe ich noch gefunden. Dann eine Knoblauchzehe. Die Gewürze liegen ja auch schon da. Und natürlich unser Reis, ein Glas Reis, der muss aber richtig schön gewaschen werden. Das bereite ich jetzt alles vor und dann beim Mischen melde ich mich wieder. So, nachdem ich den Reis richtig gut gewaschen habe, hatte ich ja hier noch so eine Tomate. Die kommt hier auch ganz klein, am besten schneiden. Auch nochmal mit rein. Damit es nicht zu trocken ist, der Reis. Eine Tomate reicht. Dann sind wir auch schon
mit der Füllung fast fertig. Auch hier rein. Ich habe Angst, dass ich mehr Füllung habe. Allerdings kann man das damit ja Pilau machen. So, ich tue jetzt erstmal, okay, wir können ja schon direkt alles reintun und dann fangen wir direkt mit an. Erstmal natürlich, mal gucken, ob überhaupt, ja, ihr könnt es sehen. Salz, reichlich Salz natürlich. So, und dann schwarzer Pfeffer, darf ja nie fehlen bei uns. Dann mein Pfefferminz, darf auch nie fehlen. Wenn man richtig drauf achtet, dann merkt man das immer beim Essen. Da kommt so ein schöner Geruch. Und rote Paprikaflocken. Dann habe ich hier noch Nareschkisse. Das heißt Granatapfelsirup. So ein bisschen. Und dann haben wir natürlich dann noch Salcha. Moment, ich muss mal einen Löffel holen. Salcha darf in Antep-Küche auch nie fehlen, Leute. Das dürft ihr nie vergessen. Ohne Salcha nichts los. So, dann nehmen wir auch einen Esslöffel Salcha rein. Warte, ich wasche mir mal eben die Finger. So, Finger sind auch gewaschen. Dann kann man jetzt nämlich, so, warte, ich mache das auch mal ab. Dann kann man das jetzt hier alles hier so ganz normal wie Dolma so kneten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen Öl hier rein tun. Wenn euer Fleisch, sage ich mal, nicht fett genug ist oder so. Aber unseres müsste eigentlich fett genug sein. So, da könnt ihr mal auch probieren, ob das schmeckt. Dolma. Jawohl. Erinnert mich direkt an Dolma. Ja. Das ist gut. Aber ich tue trotzdem noch ein bisschen Öl rein. Ich merke, dass es doch noch ein bisschen zu trocken ist, glaube ich. Ein bisschen, was ich gerade gefunden habe hier auf der Schnelle. So, auch nochmal richtig so schön durchkneten. Hieraus kann man später auch noch Pilau machen oder einfrieren. Wenn ihr später wieder mal Dolma oder Sarma macht, könnt ihr das benutzen. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Zwiebeln, ob wir das alles so hinkriegen. So, es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Zwiebeln schon rausgenommen, abgesiebt. Wichtig ist, warten, bis es richtig schön kalt ist. Dann müssen wir jetzt einzeln die Schichten so voneinander trennen, ohne dass sie kaputt gehen. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Das kommt immer drauf an, nicht so tief schneiden. Ich glaube, ich habe hier bei dem hier zu tief geschnitten oder so. Ne, es geht, ne? So einzeln rausnehmen. Das ist dann sozusagen unsere Vorgabe für den Dolma. Hier kommen dann die Füllung und so rein. Ich mache das mal jetzt mit allem, sonst dauert das zu lange. Und der hier ist auch noch richtig heiß. Ja, ich merke schon, je mehr, also je größer die Zwiebeln sind, desto besser wird es wohl sein, ja, um die zu trennen. Und es ist noch heiß. Ich habe die schon so lange abgekühlt, aber es ist immer noch heiß. Hier raus kriegen wir auch noch einen. Mal gucken. Ne, es ist noch viel zu heiß, Leute. Ne? Ich nehme mal hier noch einen anderen, um euch das nochmal zu demonstrieren. Hier, einfach hier so rausnehmen, so. Dann lösen die sich so. Ne? Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich löse sie alle und melde mich gleich wieder. Ja, der ist richtig schön groß. Hier, aus dem wird ein schöner Dolma, denke ich mal. So. Dann bin ich mal gespannt, ob mir das gelingt. Mal gucken. Ich probiere mal
ich nehme mal zufällig einen hier raus, so sehen die aus. Dann nimmt man so ein bisschen von der Füllung und rollt sie wie Dolma, wie Salma einfach so ein. Und dann bleibt der auch so hängen. Guck mal, wie schön das aussieht, Leute. Dann werden die einfach so, wie sie sind, hier in den Topf. Nehmen wir den nächsten. Ich denke mal auch, wie beim Dolma, nicht zu viel Füllung. Weil der dehnt sich dann ja, der geht ja noch auseinander. Und einfach mal hier so rühren. Rühren sage ich schon. Umdrehen und dann so in den Topf rein. Ja, sieht einfach aus. Wie gesagt, so ein bisschen von der Füllung hier rein. Ein bisschen Kleckern gehört dazu. Und dann bleiben die auch so. Interessant, Leute, oder? Ja, habe ich noch nie gemacht. So, ich mache den Rest auch genauso fertig. Vielleicht nehmen wir noch einen. Und dann kommt ja noch eine Soße da drauf, Wasser und dann zum Kochen bringen. Ja, und dann gucken, ob es gelingt. Hier, das macht mir richtig Spaß. Einfach mal hier so rum und fertig. Ja, der Topf wird vielleicht ein bisschen zu groß sein, aber ich versuche alles hier unterzubringen und melde mich gleich wieder. So wie ich es mir gedacht habe, ist natürlich übrig geblieben. Der Topf ist auch ein bisschen zu groß. Das ist alles an Zwiebeln, was ich hatte, so große. Deswegen ist das schon okay. Wie ich am Anfang euch ja gesagt habe, ihr könnt das hier einfach in so Tiefkühlbeutel reintun, es einfrieren und bei Bedarf, wenn ihr wieder Dolma machen wollt, das ist, der gleiche Inhalt ist für Dolma, Salma. Und natürlich für diesen Zwiebelkebab, Zwiebelkebab sage ich schon, Zwiebeldolma. Wenn ihr das nochmal machen wollt, dann habt ihr das schon direkt im Kühlschrank fertig. Ja, passiert nichts mit. So, den friere ich gleich ein. Hier, so sieht es aus. Ich mache jetzt hier noch eine Soße fertig und dann gehen wir rüber zum Kochen. So Leute, es geht weiter. Wir machen erstmal unseren Herd an, auf höchste Stufe. Dann, wenn ihr euch daran erinnern könnt, damit das nicht alles hochkommt, gibt es bei uns in Antep auf jeden Fall so einen Stein mit Löcher drin. Den kann man drauf tun, dann hält er das alles auf dem Boden und geht nicht alles hoch. Als Alternative hatte ich letztens mal so einen Teller draufgelegt, aber heute habe ich noch wieder was Alternatives und zwar habe ich mir hier sowas dran gedacht. Seht ihr, der hält das jetzt alles so ein bisschen unten, hat auch so schön in der Mitte so ein Loch, deswegen habe ich mir den auch ausgesucht. Den kann ich hier einfach hier so auffüllen, der wird da reingefüllt, wie ihr sehen könnt. Ja, ein Glas. Der zieht alles schön ein, so dass alles mit Wasser überfüllt ist. So, noch eins, dann müsst ihr das hinhauen. Jawohl. Jetzt schwimmen die sozusagen über und so kann ich auch immer feststellen, wie viel Wasser noch drin ist, wie viel nicht. So, dann haben wir Salz. Ja, Salz haben wir ja schon genug drin. Das können wir jetzt hier aber an den Seiten hier so drauf tun. Zwei Teelöffel Salz und dann wieder was Spezielles und zwar Zitronensäure, Limonentusse. Ja, davon nehmen wir auch ein so ein Teelöffel, damit das ein bisschen säurig, also sauer ist. Nehmen wir noch ein bisschen. So. Und ganz zum Schluss noch ein bisschen Schuss Olivenöl. Nicht viel, nur so ein bisschen. Und jetzt können wir
hier nochmal zusätzlich entweder einen Deckel drauf oder einfach so jetzt vor sich hin köcheln lassen. Circa 30 bis 40 Minuten und dann melde ich mich wieder. So Leute, ein kleines Update. So sieht's aus. Ja, in der Mitte ist Wasser. Warte, ich zeige euch das mal. So Leute, es ist fertig angerichtet. Wie ihr sehen könnt, so sieht's aus. Mit Knoblauch-Joghurt-Soße dazu. Die kann man sich zum Beispiel entweder da drauf tun oder hier so zur Seite. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf diesen Soan Dolma. Nehmen wir mal eins. Schön vornehmen mit Gabel, Messer. Oh ja, sind schon richtig schön durch. Ja. Ich versuche erstmal ohne Joghurt. Wie ihr sehen könnt, der Reis, der ist auch richtig aufgegangen innen drin. Positiv erstaunt. Hey, kann man öfters machen. Mal was anderes. Innen drin, Dolma. Und außen Zwiebel. Auch nicht schlecht. Ich bin wieder gierig, ich will wieder viel. Ich wollte das jetzt mal jetzt noch mit Joghurt probieren. Leute, die Mühe hat sich gelohnt. Wieder was Neues dazugelernt. Ich hoffe, ihr habt auch dazu gelernt und werdet das auch mal nachkochen. Wenn ihr das gekocht habt, unten drunter schreiben, es war lecker, es war einfach etc. Wenn ihr auch Vorschläge habt, so wie die Kollegin hier aus Hatay, könnt ihr mir auch unten drunter schreiben, vielleicht das Rezept noch dazu oder privat schreiben. Dann kann ich das auch für die gemeinsame Community kochen. Und dann hat jeder was davon. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video hier auf Kochschule. Oi! Ciao, Leute!